Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zur nächsten Episode von Into the Breach mit der Zenith Guard. Dieses Mal werden wir das Corporate HQ verteidigen mit allem, was wir haben. Wir haben einen neuen Piloten bekommen oder eine neue Pilotin, Bethany Jones, die mit einem Schild beginnt, was sehr gut für unseren RAM-Mech ist, den wir mit einem extra Schaden ausgestattet haben. Und vielleicht sollten wir einfach nochmal plus 2 Health geben. Ich glaube, das müssen wir jetzt wahrscheinlich schon tun. Ich glaube, das müssen wir tun. Okay. I'll put this to good use. Das hoffe ich doch. Weil sonst ist sie nach einem, zweimal RAM ohne Schild sowieso gleich kaputt. Und das wäre katastrophal. Gut. Our senses have picked up that we've never encountered before. I fear it won't go down easily. Wir haben einen Beetle Leader. Ansonsten sieht die Karte ganz okay aus, um unsere Grid zu schützen. Und die anderen Gegner sind nicht so stark. Beetle Leader, 3 Schaden mit RAM-Angriff. Und der brennt. Das wird alles anbrennen. Gut, die anderen sind weniger ein Problem. Solange ich von dem Feld wegbleibe, ist alles okay. Stellen wir ihn... Ah, ich will, dass er sich bewegt. Beziehungsweise auch, selbst wenn er einfach in nichts angreift, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn er hier vorgeht und so ein RAM-Mech fängt... Dann machen wir ihn, glaube ich, mit einem Angriff kaputt. Hoffe ich. Wir schieben ihn auf jeden Fall weg. Und hier... Ja, setzen wir uns mal dahin. The Zenith Guard, we arrested Mom! Dad, look! Scanning region for useful resources. Das ist schon mal schlecht. Das ist schon mal alles schlecht. Na toll. Gut, die Gebäude können wir schützen. Insofern wäre das kein Problem. Das können wir nicht machen. Wir beschädigen unser eigenes Gebäude. Den können wir wegrammen und mit einem Angriff vernichten. Und dann von mir aus einen Schadenspunkt absorbieren von dem. Nicht optimal. Aber wir können es machen. Wir können den beschädigen. Für 2 Schadenspunkte. Oder was können wir noch machen? Wir können auch seinen Angriff ins Leere laufen lassen. Wäre vielleicht gar nicht übel. Oder, was vielleicht noch... Ne, den können wir nicht verhindern, den Angriff. Wir gehen hier hin, greifen hier an, machen 3 Schaden. Auch nicht übel. Aber dann kommen die Angriffe ja leider zum Zuge. Ja, okay. Die müssen wir schon ausschalten. So. Dann müssen wir warten mit dem Schild. Wir dürfen das Schild erst auslösen, das nächste Schild, wenn dieser Mech getroffen worden ist von ihr hier. Dann schießen wir einmal hier drauf, bleiben stehen und machen ein Schild auf diese 2 Gebäude. Ja. So müssen wir es, glaube ich, machen. Der Schaden ist zwar nicht so optimal, wie ich das gerne hätte. Aber wenigstens sind wir nicht vergiftet. Oder wegziehen geht immer noch. Wegziehen geht immer noch. Wenn wir den blockieren, kommt er weg halt im nächsten Zug. Beziehungsweise... Eigentlich muss ich gar nicht auf den schießen. Ich kann ihn gleich in einem Zug kaputt machen. Oh nein, es geht nicht. Egal, wo ich mich hinstelle. Ich würde meine eigenen Gebäude beschießen. Außer hier, aber dann vergifte ich mich, was ich jetzt auch nicht will. Na gut, schützen wir mal unsere Gebäude und schießen auf ihn hier. That'll stop them. Hoffe ich jedenfalls. So. Ich wünschte, ich hätte einen Gift-Mac. Oder irgendeinen weiteren Mac, der uns hilft.
Mann, nochmal so ein fieses Vieh. Will the building hold? Nein, es wird nicht halten. Puh, das ist gerade nicht gut. Vor allem, weil er 3 Schaden macht. Was können wir machen? Wir können die 2 ausschalten. Dann nehmen wir nur noch 3 Schaden. Ist nicht so schlimm. Zwei sind ausgeschaltet, der bleibt noch übrig. Ah, dann blockiert er hier das Herauskommen des nächsten Gegners. Aber 3 Gegner weniger im nächsten Zug. Ich glaube, was Besseres können wir eigentlich nicht machen. So. Sieht schon alles viel freundlicher aus. Und jetzt haben wir eigentlich immer noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Gut, den kann ich nicht wegbauen. Zerstöre ich mein eigenes Gebäude. Auch wenn es schön wäre, ihn zu vernichten. Alternative, ich ziehe ihn eins weiter weg. Oder ich schütze das Gebäude nochmal, aber das will ich nicht. Will ich nochmal ein Schild zu diesem Zeitpunkt verbrauchen. Oder ich ziehe ihn rüber und ramme ihn dann. Oh ja. Jetzt fühle ich mich gut. Damit schützt uns das Schild. Und er ist weg. Wir haben zwar eine ganze Menge Schaden genommen, wir dürfen nichts mehr rammen, sonst ist unsere Pilotin wieder tot. Aber wir haben überlebt. Und es kommt nur ein weiterer Gegner im nächsten Zug raus. Okay, wir sind vergiftet. Na toll. Okay, okay, okay. Aber gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Psion zerstören. Zuerst muss der Psion weg. Ich kann ihn in mich reinziehen, dann wäre er vernichtet. Oder wie... Nein, schießen geht nicht. Alles kaputt. Ziehen wir in uns rein. Dann gehen wir hier hin. Schießen auf den, dann ist der kaputt. Okay. Okay, der ist erledigt. Wir nehmen einen Schaden. Wenn wir hier stehen. Aber dann kommen keine weiteren Weg mehr raus. Und das wäre optimal. Wenn wir hier angreifen, sind wir tot. Das können wir nicht machen. Dieser Mech ist erstmal... Obwohl nein, wir können uns ja heilen. Okay, ja. Dann gehen wir hier hin, nehmen einen Schaden und hoffen, dass wir da nicht draufgehen. Dafür ist der erledigt. Macht uns keinen Ärger. Und egal, wo sich Vex hier an diesem Mech hinstellen, sie werden... massiv. Oh. Moment mal. Ich kann einfach nochmal einen Eingang blockieren. Der hat zwar auch nochmal einen Schaden, aber ist ja eigentlich egal. Oder? Haben die Gegner noch 2 Züge? Ne, im nächsten kommt nichts mehr raus. Dann blockieren wir den einfach. Wir blockieren. Reparieren. Und fertig. Und das war's. GG.
Obwohl das uns jetzt nochmal ein bisschen schwieriger macht. Obwohl eigentlich nicht. Wir haben ja hier gar nichts zu verlieren. Selbst wenn wir einfach nur stehen bleiben, passiert uns gar nichts. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr XP zusammen, wenn man es richtig anstellen. Und zwar ein Schild auf das Gebäude. Oh nein, killen wir unseren eigenen Mac. Nee. Nee, okay. Wir absorbieren jetzt einfach den Schaden. Wir absorbieren einfach den Schaden und machen gar nichts. Wir bewegen uns nur so ein paar Felder durch die Gegend. Wir drehen uns noch ein bisschen und ab. Nutrients of deceased Vec have been distributed into the soil. Sehr schön. The Vec abomination is down and our corporate hub is intact. You and the Zenith Guard have detritus gratitude. Sehr gerne. Detritus has an aggressive bonus plan for excellence in performance, Commander. You and your Zenith Guard deserve it. Okay. Ugh. Gain one extra reset turn every battle. Na, das ist jetzt nicht so toll, brauchen wir nicht so viel. Brute Class Weapon. Shoot a projector. Wow. Kann man zwar nur einmal benutzen. Aber das sieht schon gut aus. Glaube ich. Oder Grid Power. Nehmen wir mal das. Das sieht gut aus. Den Piloten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das können wir jetzt nämlich hier einsetzen. Kannst du nur einmal Programm einsetzen. Oh, Moment. Wir sollten schon noch Energie reinstecken. Boah, das kann schon richtig gut sein. Im richtigen Moment. Aber das Ding will ich schon noch auch noch behalten. Auch wenn es eine Energiepunkt kostet. Gut, geben wir erstmal Geld aus. Wir können hier einen Gegner ranziehen. Brute Class Weapon. Achso, ach, das sind alles Brute Class Panzer, verstanden. Range Class, Launch 2 Missiles. Okay, den können wir nicht benutzen. Beziehungsweise wir müssen extra für zahlen, das wollen wir nicht. Artilleriewaffe, die den Gegner zu uns zieht. Alles klar, das ist praktisch wie diese Attraction Pulse, nur als Artillerie. Ja, das ist jetzt alles nicht so hammermäßig, muss ich mal sagen. Hm. Nee, das ist alles nicht so der Hammer. Ich meine, okay, das ist ganz nett. Aber in welchen Situationen wäre das nützlich gewesen? Vor allem, wir können das dann auch nicht benutzen. Wahrscheinlich, wir können es auch nur wahrscheinlich in einem Abstand von zwei Feldern benutzen. Das heißt, alles irgendwie so ist okay, aber nicht so richtig gut. Vielleicht der hier, Grappling Hook. Aber jetzt haben wir die Shrapnel-Kanone und die Ram-Engine. Das brauchen wir gar nicht. Kaufe lieber einen Reactor-Core. Und nochmal einen. Und nochmal einen. Drei Stück. Wir können sogar was verkaufen. Zum Beispiel einen Piloten. Aber das wollen wir erstmal nicht. Wir haben drei Magie, sag ich mal, Reactor Cores. Und keine neuen Waffen. Plus One Damage. Oh, nicht schlecht, können wir uns jetzt leisten. Sicherlich wertvoll. Nochmal Plus One Damage. Und zwar nur beim Gegner. Auch sehr gut. Schrapnellkanone mit einem zusätzlicher Anwendung, extrem hilfreich. Und den Giftpanzer. Was ist, wenn wir den Giftpanzer hier reinmachen? 1, 2, 4 bräuchten wir. Dann hätten wir das Push-Ding. Wäre fast so gut wie Attraction.
Obwohl Attraction schon seinen Sinn gehabt hat. Es ist halt auch eine sehr starke Fähigkeit. Warum die will ich schon da drin haben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Fähigkeit im richtigen Moment. Die will ich nicht aufgeben. Und wenn wir den Panzer haben können, 1, 2, 3, fehlt uns halt leider ein bisschen an Beweglichkeit. Und das wollen wir auch noch haben als passive Fähigkeit. Brauchen wir schon eine Power hierfür. Dann haben wir nur noch 2 Cores übrig. Können wir entweder diesen Panzer hier benutzen. Oder... Eigentlich haben wir nur noch... Eigentlich will ich hier eine weitere Benutzung. Das wird sicherlich extrem stark. Ja, dann... der schöne... Giftpanzer. Giftpanzer oder nicht Giftpanzer? Das ist hier die Frage. Ich sage Giftpanzer. This will enhance my Vecticide efforts. Und notfalls kriegen wir halt noch mehr Schilde. Warum nicht? Das kann auch nicht schaden. Und alle Reputation ist ausgegeben. Gut, dann ab in die nächste Mission. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.